Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Oh, Quest. Ach was. Hey! Elsie! Pa! Don't shoot! Let me explain! Elsie! Get out of the way! I don't want to repeat the last time! Quack! Quack! Quack, quack, quack! What? Quack! Quack, quack, quack! This duck, you're just whistling and it does what you're saying? What? Oh, Elsie, you're finally home. Why are you dressed different? Are you hurt? Let Ma take a look. And the duck, what's going on, hun? Ich find's schön, dass in dieser malerischen Cutscene einfach die Kothäufchen blinken. Das ist schon, I ain't hurt, I'm fine. Ma, Pa, I've been working real hard, been studying, looking at their habits, and I learned their ways, how to communicate with them real good. I call her Daisy. Poppycock! What you talking about, girl? Remember what happened to your ma? Und jetzt müsste Elsie bitte richtig ausrasten und einfach den beiden die Schuld für die Scheiße geben, weil es einfach auch deren Schuld war. Uff. Okay. You know, Ma, Pa, I got something I want to say. Sag bitte, dass du ausziehst. Also, dass du einfach nicht weit auf dieser Farm wohnst. Oh, heck. I'm just sorry, Ma. I've just been acting a fool, really. I had a lot of time to think, and I'm just sorry for all my immature behavior before. Baby, as long as you're home safe, that's all me and your pa ever wanted. Ach ja, das klang nicht so. I heard this one before. Now you're gonna be all good and do your chores, right? Then you're gonna get some dumb idea in your head and off we go again. Ja, und das ist jetzt der Punkt, wo sie sagen sollte, okay, ja, weißt du, Pa, nee, ich zieh aus, danke, ciao. But, Pa... What? Am I wrong? Missy, I raised you. I know what you like. I'll give you a week. All right. This feels a bit weird. Normally you'd be arguing with me by now. I don't know how to reply to that. A week. I'm gonna show you. I've changed, Pa. And I'll be expecting an apology when this is over. In your dreams, girlie. All right, you're on. Now. Get on in there. Your ma's making pie. Welcome home. Keine Umarmung. Ey, ganz ehrlich. Elsie sollte einfach easy ausziehen da. Das wäre das Beste. Thank you. Hast du zufällig ein Rezept für mich? Mm. Tomaten-Rinderbrust. Okay. Ooh. Ach so, das teile ich mit ihr, okay. Na, meinetwegen. Wie hat Elsie denn von hier aus meine komische, mein Relikt bewundert? Whatever. Schön, dass wir jetzt auch ohne Stumpfi wieder, naja, nicht wirklich am Arsch der Welt, aber mal wieder irgendwo gespawnt sind und jetzt zu Fuß zurücklaufen müssen. Ah, damn, Alter. Kann Elsie nicht einfach mal irgendwie... Also, die kann gern hier in der Stadt bleiben, aber die muss von dieser Ranch runter. Ich finde Elsie inzwischen eigentlich echt einen guten Charakter. Und wenn sie jetzt noch so den Schwung kriegt, für sich selbst das umzusetzen, was sie will, dann wäre sie einfach ein richtig guter Charakter. Also ein richtig guter. Dann hätte die sich echt gemacht. Okay, das ist Hilfe beim Tunnelbau. Machen wir. Alles andere sind wirklich nur Aufträge aus Sandrock? Okay.
Also das können wir jetzt auch machen. Das ist fein. Mal gucken, was wir für den Stahlspeer brauchen. Das kann nicht so wild sein, oder? Vielleicht müsstest du sie nur heiraten, dann zieht sie bei dir ein? Ja, weiß ich nicht. Also ja, wird sie wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob ich sie heiraten will. Nee, nicht Chromspeer, Legierter Speer auch nicht, Stahlspeer. Na, meinetwegen. Schon dabei bist, macht dann nochmal mehr Segeltuch. So, wie sieht's denn eigentlich mit Wasser aus? Okay, die sammeln auch nur 8. Also dann lohnt sich das Aufwerten halt wirklich gar nicht. Halt nur, dass sie halt weniger schnell volllaufen, aber... ist bei Regen wahrscheinlich ganz gut, aber... ich meine, in unserem ersten Jahr hier hat es halt einmal geregnet. Also, literally einmal. In 96 Ingame-Tagen. Was halt auch verständlich ist, schließlich sind wir in der Wüste. So, du machst noch Faserabfall, das ist fein. Und danach machst du... I guess. Nee. Okay. Die Chefkochstation. Sehr gut. Ich hätte schon mal gucken können, was wir dafür brauchen, ne? Das wäre halt total smart gewesen. Blutsteinkern, Stahlrahmen. Okay. Can do. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den Blutsteinkern-Auftrag annehme. Oder dass wir es nicht gemacht haben. Stahlrahmen. Wo ist er? Ganz unten natürlich. Damn, brauchen wir 4 Gusseisenstangen für? Okay. Waren die hier oder waren die an dem anderen Tisch? Granitplatten? Nee, geh mal weg. Eisenstange. Machst du mal 2 von. Ah, du müsstest die auch können. Machst du auch 2, dann dauert das nicht ganz so ewig. Okay, dann schließen wir erstmal die Hilfe beim Tunnelbau ab. Dafür nehme ich aber Stumpfi mit. Das dauert mir sonst zu lang. Dann können wir vielleicht endlich die Ziege anlocken. Und vor allem können wir noch was Neues forschen. Hey Heidi. Thank you. Und direkt nochmal. Thank you. Nice. Nein. Catch you later. Ja, catch you later. Ich wollte absteigen, nicht mit dir sprechen. Okay, dann meinetwegen auch bei dir. That's fine. So, was machen wir dann? Ich bin ein bisschen sad, dass wir nur noch 4 Maschinen zum Erforschen haben. Ich würde erstmal die Schneidemaschine machen, oder? Brauchen wir am ehesten. 8 Tage, Alter. Das ist lange. Machen wir 7 draus. Okay. So, dann müssen wir eigentlich nur warten, bis die Gusseisenstäbe fertig sind.
Dieses Kamel, ne? Und dann... Oh, da ist noch irgendwie eine Sidequest aufgeploppt. Im Blue Moon Saloon. Na dann. Ich bin gespannt. Then, three rock generals leapt at me. I just let out a yelp, a real sharp oof, and they froze. That gave me a lot of confidence. A woof, woof. That them barks there, they're the darn angriest sounds in the wolf language. Those rock generals turned and ran on their heels. Oh my, Elsie, weren't you scared? Wow, your stories are even better than Owen's. That's not to say who we are. Don't enjoy your story, Owen. But, well, you heard her. It's so exciting. He's right, Elsie. I gotta start writing these down. The legend of Elsie the Wolf Whisperer. Sounds catchy, right? I ain't just speaking wolf, you know. I got a whole host of animals I can talk to now. Got the whole monster whisperer thing going on. Phew. Sorry, y'all. I've been up for a few days now. I gotta get some rest. Hey, I ain't seen you there. What you think of my new look? Sieht toll aus. Erzähl mir alles darüber. Sieht fantastisch aus, Elsie. Erzähl mir alles darüber. All right, ask away, bud. I know it must be all sorts of crazy seeing me like this. Finde ich nicht. Steht dir eigentlich echt ganz gut. Wie hast du die Ente gezähmt? Tame? No, it ain't like that. Daisy's more like a bud, you know? Gotta get out of this taming mindset. Treat them like equals. We went through quite some adventuring. Would take me a year to tell you, I reckon. After I spent some time with her, I feel like the martel duck species ain't that different from us folks. Okay. Was hat's mit der Kleidung auf sich? Oh, those old ones got ripped up real bad. I managed to throw these ones together myself. Real durable lack. Plus, I reckon they make me look real mature, don't you think? Like a real monster whisperer. Also, sie sieht auf jeden Fall nicht mehr aus, also nicht mehr ganz so krass aus wie 16, sagen wir es so. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Was ist passiert? Das, eigentlich habe ich das nicht, um ehrlich zu sein, aber hey, ich komme sonst nicht aus dem Gespräch raus. Oh, nothing major. I had a few bumps in the lag, but got saved by some new friends of mine. I met these monster researchers from Atara. I ain't heard of them before, but they study monsters. Really knowledgeable. They had this monster hunter with them called Panna. She was real tough, like Howlett. Showed me all sorts of neat stuff. Said I got a knack for it, that I'd make a great tracker. Keine weiteren Fragen, danke. All right, I'm getting real sleepy now. I ain't slept for a few days. I reckon I'm asleep all week. I'll catch you later. Okay. Gut, dann... ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Aber, wenn wir schon mal da sind... Fast vergessen. Lass doch mal Salz kaufen. Und Sojasauce. Ich glaube, den Rest brauchen wir nicht wirklich. Erstmal nicht zumindest. Ich finde es immer noch weird, dass Owen die Relikte da irgendwie als Spielzeugversion verkauft. So, wie sieht's aus mit Gusseisenstäben? Okay.
Okay, 40 Sekunden. That's fine. Oh, wir haben noch eine Quest, die wir abgeben müssen. Wait a second. Dann machen wir das doch. Ich dachte, wir hätten alles abgegeben bei Heidi, aber wir hatten tatsächlich noch eine Quest. Alright. Dann nutzen wir die Zeit doch. Justice. Perfekt. Nochmal 1000 Golds knapp. We making money. Wenn Jan jetzt nochmal so einen Großauftrag hätte, ne, würde ich ein bisschen fühlen. Oh Gott. Eigentlich müsste ich mal gucken, was passiert, wenn ich dem Zug nicht ausweiche. So, und dann wollten wir den Skillpunkt ausgeben. Nein, wollten wir nicht, aber machen wir gerade mal. Ja. Für mehr Wassereffizienz. Nee, erstmal Beschleunigung. That's fine. Und dann wollte ich einen Stahlrahmen machen, aber ich weiß nicht mehr wofür. Ich wollte irgendwas aufwerten. War es die Schmiedemaschine? Warum ist die Sortierung hier eigentlich immer anders? Letztes Mal war der Stahlrahmen ganz unten. So, wofür brauchte ich den? Für die Kochstation? Für die Kochstation, glaube ich, ne? Yes. Wer redet denn da? Ah, Jensen. Okay. Bisschen creepy, aber nur ein bisschen. So, gebratene Steckrübe. Wie viel brauchen wir? Nur eine? Ne, drei. Oh, das geht fix. That's nice. Können wir im Mixer eigentlich noch irgendwas Spannendes machen? Wir können mal einen Dünger machen. Orchideenextrakt. Hält für 60 Sekunden. Ja, aber was macht das? Ah, Schutz vor Gift. Okay. Ja, weiß ich nicht. Sandbeerkonfitüre. Achso, ja, du hast nur eine Warteschlange. Ich erinnere mich. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Oh, den Stahlspeer wollte ich annehmen, ne? Glaube ich. Mist. Ich das mal vorher gemacht, dann hätten wir den direkt noch bei Justice abgeben können. Bei dem waren wir eh gerade. Ah ja, gut. Das dann. So, das ist fertig. Dann sprechen wir erst mit Justice. Nochmal. Ja. Wo ist denn der jetzt hin? Warum sehe ich den Marker nicht mehr? Also ich sehe den Marker auf der Minimap, aber warum sehe ich den hier nicht mehr? Oh, und ich wollte in Wirklichkeit vor gefühlten 3 Folgen schon nochmal kurz bei Heidi reingucken. Und mal schauen, was wir brauchen, um unsere Plattform aufzuwerten. Das war hier? Was brauchen wir denn, um den Laden aufzuwerten? 10 Stahlplatten. Den Rest haben wir gerade so. Okay, dann Stahlplatten, das ist.
Ach, guck mal, der Baum da hinten, den müssten wir vielleicht mal wieder gießen. Den habe ich völlig vergessen. Boah, wir könnten halt auch beim Haus nochmal richtig abgehen, ne? Irgendwann wird das, glaube ich, passieren. Aber wo ist denn... Ich bin so verwirrt, wo Justice jetzt hin ist. Oh, er hat keinen Marker, weil wir für beides zu Justice müssen. This is the stuff. Ist er gerade mit seinem Pferd auf mich draufgestiegen? Well, this is it. With these we can lure out Logan's goat, then follow it back to his hideout. Could get messy. You ready? Noch nicht. No worries. Just let me know when you are. Kann ich... Okay, ich kann die Sidequest nicht abgeben, bevor wir die Mainquest nicht gemacht haben. Ja, gut. Alright. I'll round up the gang. I reckon you just need to meet us at the location Ged told us about. Bring the stuff. Then we'll chase that goat. Roll out. Also. Wir legen noch... Sag mal. See ya. Andy. Wir legen noch gar nicht los, wenn wir sagen, wir legen los. Ich verstehe. Warum müssen wir denn extra nochmal bestätigen, dass wir die Quest jetzt machen wollen? Es ist halt so, wenn es halt sowieso nicht instant triggert, dann... Also das können wir ja jetzt halt auch in 3 Tagen machen. Hä? Aber okay. Whatever. Der hat noch total Wasser. Den können wir mal düngen, aber ansonsten... Wassertechnisch ist da halt mehr oder minder alles fein. Okay. Na dann. Dann Eisenplatten, I guess. Nee, nicht Eisen... Stahlplatten, ne? Stahlplatten waren's. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch Chrombarren. Wenn ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich die noch machen kann. 10 Stück noch, das ist nicht viel. Die Maulwürfe müssen wir liefern. Schmeißen wir in das Ding eigentlich Stein oder Ziegelsteine? Normalen Stein. Okay, dann schmeißen wir den normalen Stein rein. That we do. Das Glas können wir nochmal machen. Da hatten wir relativ viel von ausgegeben. Naja, und Chromstahlbarren brauchen wir halt auf jeden Fall. Aber dafür brauchen wir Chrom. Den hole ich jetzt nicht. Nicht sofort auf jeden Fall. So, dann... Tja, ist wahrscheinlich am schnellsten hierhin. Dass es im Sommer auch so früh dunkel wird. Aber wobei, wir haben natürlich hier auch hohe Felsen. Die können dann um 17 Uhr auch schon mal einen langen Schatten werfen. Ey, I'm stuck. Okay, cool. Da sind wir durchgekommen. Da kommen wir jetzt hinterher.
Unfassbar. So, dann legen wir mal den Köder aus. Ich bin gespannt. Come on, hide. Okay. Now we play the waiting game. 12 Jahre später. I'll be a Yakmail's uncle. There it is. Do we proceed with hijacking a goat, sir? What? No, just follow that goat. Warum habe ich denn jetzt ein Pferd von der Truppe? Warum kann ich denn nicht Stumpfi nehmen? Wahrscheinlich ist das Pferd schneller. Das Pferd ist auf jeden Fall schneller. Und viel wendiger. Alter. Such a fall. We have to tell the mayor. Yeah, we need to. Okay, und jetzt sind wir in Logans Versteck. Was soll ich sagen? Hey! Es kommt keine Antwort. Logans Ziege kam her. Vielleicht ist das das Versteck der Banditen? Na, dann gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ist hinter uns noch irgendwas? Ah, es ist für einen Menschen nicht möglich, dieses Loch hinaufzuklettern. Wir hätten mehr Munition machen sollen, ne? Das wäre smart gewesen. Na ja, gut. Wir kommen auch so klar. Das hier eigentlich abbauen? Nein. Okay. Okay. What the fuck ist das da vorne? Bitch, what? Die hier einfach einen unterirdischen Freizeitpark. Oh no, und das sieht sehr nach Jump'n'Run aus. Ich glaube, es wird mittelmäßig furchtbar, oder? Wo kann man das Ding jetzt hin? Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Nichts. Kann ich darum buddeln? Kann ich. Bringt mir das was? Oh ja, da ist eine Kiste drin. Werfbare Bomben. 10 Stück. Okay. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch nochmal auf die andere Seite mit dem Dinget. Könnten wir auch noch irgendwo anders hinspringen, glaube ich. Und da ist ein Pfeil in die Richtung. Vielleicht springen wir einfach hier rauf. Und dann hier rauf. Und dann hier hin. Okay.
10 Energiesterne, ja, meinetwegen. Wait. Nee. Dachte, ich könnte das Ding vielleicht irgendwie runterlassen. Ich muss runter, okay. Kiste. Kann ich nicht so schnell nicht hindroppen lassen. Dann vielleicht erstmal dahinter. Das war knapp. Okay, aber dann schon auch noch weiter runter, oder? Ich würde jetzt schon auf das Ding da drauf gehen und dann die Kiste holen und dann da drüben rüber. Ja, das sieht richtig aus. Okay, das macht halt wenig Sinn, dass das so funktioniert. Ist halt ein bisschen weird, dass du von den Teilen noch weiter bewegt wirst, obwohl du halt da eigentlich schon von runter bist. Also das von diesen beweglichen Plattformen wegzuspringen ist halt irgendwie ein bisschen seltsam. Okay, wenn man ein bisschen gegenlenkt, dann geht es. Meisterwerk Ritter. Komplett in die andere Richtung gedrückt und trotzdem weitergeschoben worden. Ach, ist ein bisschen nervig, dass man wieder ganz... Ja gut, schade. Ich dachte, ich komme vielleicht einfach an der Wand rüber. Aber die Antwort ist nein. Cool. Okay, das kann nur noch wenige Stunden dauern. Ja. Okay, vielleicht machen wir das einfach einmal in Ruhe. Ich mag die Musik auch ein bisschen, das macht es gerade halbwegs erträglich. Tja. Ich stehe hier drauf und das Ding zieht mich mit zurück. Was soll denn das? Ah, shit, ich dachte, da komme ich noch drauf. Also echt so, du springst auf diesen Felsen und wirst mal weggezogen. So, dann auf den Kollegen hier unten. Ah Mist, da hätte ich gar nicht rüber gemusst, das war total sinnlos. Na egal. Okay, das war knapp. Ich hoffe, das war jetzt der letzte Ride auf den Dingern, aber wahrscheinlich nicht. Ich falle doch beim Kämpfen runter, oder? Nicht? Okay, Glück gehabt. Meisterwerk großer Vogel. Da runter, ja. Oh no. Oh no. Das wird hart anstrengend. Da unten ist safe noch Stuff, oder? Schon
Wir können ein bisschen rumgucken. Okay. What? Zukunftsabenteurer-Umhang. Okay. Verteidigung 29. Hätten wir auch vom mysteriösen Mann kaufen können und hat sonst einfach keine Stats. Können wir statt dem Ding einsetzen. Aber dann können wir das Ding nicht... Ach so, weil das beides Hals ist, ne? Ja, dann können wir es nicht einsetzen. Gut, dann ist das so. Da wir hier keine Ausdauer verbrauchen, bin ich mal so frei und baue das Aluminiumerz ab. Ein bisschen zumindest. Brauche ich das irgendwo für hier? Eigentlich nicht, ne? Oder kann ich dann darauf und werde dann da... Nee, die Plattformen werden schon eine Standardhöhe haben, von der wir abspringen, oder? Hä? Ja, scheiß drauf. Naja. Das ist, glaube ich, egal, ob wir davon weiter oben drauf fallen oder nicht. Aber ich muss hier gar nicht hoch. Also halt wirklich nicht. Okay, ich kann da nicht durch, ich verstehe. Ich muss diese Plattform nehmen. Damn, hier gibt es doch garantiert noch irgendwo Kisten zu entdecken, oder? Na, natürlich. Hier zum Beispiel. 10 werfbare Bomben. Du explodierst gleich. Cool, machst aber dem Erz keinen Schaden. Das ist ein bisschen sad. Wir müssen da rechts weiter, aber lass erst nochmal hier lang gucken. Da oben ist nämlich auch noch eine Kiste. Oh, hi. Legierte Dolche. Aber haben wir prinzipiell schon. 178 bis 208. 178 bis 198, macht sogar weniger. 14 Crit-Chance. 3% Life on Kill. Und eine Menge Crit-Base-Damage. Im Vergleich zu einer Menge Life-Leech und mehr Schaden gegen Bossgegnern. Ich glaube, ich bleibe bei dem, was ich habe. Da ist noch irgendwo was. Warte, das ist... Ah, das ist aber in der Richtung, okay. Nämlich da vorne. Ich weiß nicht, ob das das ist, wo wir weiter müssen. Aber gucken wir mal. Okay, da vorne kommt Healing. Das wir halt null brauchen. Macht das schon, ne? Jetzt brauchen wir Healing. Aber gar nicht mal so viel. So, die Frage ist, wie kommen wir da hoch zu der Kiste? Und gibt es hier noch mehr Kisten? Da kommen wir nicht hoch, ne? Ne. Da gucken
Guck mal, da ist eine Plattform. Ja, Mist, da komme ich so nicht durch. Okay, dann einmal hier lang. Na, hallo. Meisterwerk Wasserfall. Komme ich da rüber? Nein. Also vielleicht schon, aber nicht so. Na komm. Kommen wir tendenziell noch? Oh, warte mal. Lass das doch gerade mal so machen. Okay, und dann darüber. Und dann hier hoch. Okay, da geht's dann dahin. Und so kommen wir hier rüber. Gewehrmunition, nice. Das hat sich gelohnt. Okay, das war, glaube ich, auch die letzte Kiste, ne? Da drüben ist halt noch ein Gegner und da ist auch ein Pfeil in die Richtung. Versuchen wollen, da nochmal hochzukommen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, aber gucken wir mal. Nee. Okay. Wieder ist das so. Scheiß drauf. Dann. Wo war hier der Einstieg? Ah Mist, wir waren da drüben schon richtig, ne? Wir mussten dann nur auf die Seite rüber. Ah, okay. Also nochmal. Hep. 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 Dann hier runter droppen lassen. Hep. Und hopp. Und dann hier hoch. Dann hier runter. Und dann hier rüber. Dann hier hoch. Hier lang. Healing brauchen wir halt nicht. Speichern erfolgreich.